Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this series, we'll be starting with lessons for A2. In this lesson, we'll be learning how to introduce yourself, just like in the examination Goethe Zertifikat A2. Since this is the first part of the oral examination for A2 level, it is very important to learn this. If you are through with the A1, these structures will not be difficult for you. Lektion 1. Sich vorstellen. We'll be doing various sentences, and don't forget, you can always change them a bit according to your personal details. The exam has 3 parts. In the first part, you have to introduce yourself. These are the words you get: Name, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf, Hobby. With the help of these words, you have to talk about yourself. We'll be doing them one by one. Let's begin with the first one. Name. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Ich heiße Sam oder ich bin Sam. Das ist einfach. Du kannst auch sagen, mein Vorname ist Sam und mein Familienname ist Müller. Oder du kannst sagen, mein Name ist Sam Müller. Oder ich bin Sam Müller. Oder ich heiße Sam Müller. Natürlich sagst du hier deinen eigenen Namen und nicht Sam Müller. Als nächstes sprechen wir über Alter. Man kann sagen, ich bin 25 oder ich bin 25 Jahre alt. Du kannst auch sagen, ich bin 1992 geboren oder ich bin im Jahr 1992 geboren. Land. Jetzt ist die Frage, woher kommst du? Ich komme aus China oder ich bin aus China. Hier, das Land ist China. Du kannst dein Land nennen. Zum Beispiel, ich bin aus Deutschland oder ich komme aus Spanien. Hier sind ein paar Länder: Deutschland, Spanien, Frankreich und so weiter. Wenn du die Aussprache lernen willst, du kannst unser Video über Länder und Sprachen sehen. Wohnort. So, wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Ich wohne mit meiner Familie. Oder ich wohne alleine. Du kannst auch sagen, ich wohne in einer WG. Eine WG ist, wenn 2, 3 oder mehr Leute eine Wohnung mieten oder teilen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Sprachen. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und etwas Deutsch. Natürlich kannst du hier andere Sprachen nennen.
Du kannst auch sagen, ich kann sehr gut Englisch, aber ein wenig Deutsch. Eine andere mögliche Antwort wäre, meine Muttersprache ist Englisch. Ich kann auch sehr gut Spanisch und ich lerne Deutsch. Du kannst hier gerne eine Antwort auswählen. Du musst nicht alles sagen. Hier ist eine Liste von Sprachen: Deutsch, Spanisch, Französisch und so weiter. Wenn du die Aussprache lernen willst, kannst du unser Video sehen. Das nächste ist Beruf. Was bist du von Beruf? Wo arbeitest du? Ich bin Student und arbeite Teilzeit bei einem Restaurant. In Deutschland darfst du als Student nur Teilzeit arbeiten. Oder du kannst sagen, ich bin Ingenieur und arbeite bei BMW in München. Wenn du gar nicht arbeitest, kannst du sagen, ich bin arbeitslos und suche gerade eine Stelle. Und wenn du eigener Chef bist, dann sagst du, ich bin selbstständig. Du kannst hier über deinen Beruf sprechen. Hier ist eine Liste von ein paar Berufen. Vergiss nicht, für maskulin sagt man der Lehrer und für feminin sagt man die Lehrerin. Wenn du die Aussprache lernen willst, kannst du unser Video zu den Berufen sehen. Jetzt sprechen wir über Hobby. Was sind deine Hobbys? Oder was magst du gern in der Freizeit? Du kannst die Hobbys von unserem Video über Hobbys lernen. So, du kannst sagen, meine Hobbys sind Fußball spielen und Fernsehen. Oder in meiner Freizeit höre ich gerne Musik und backe gerne. Eine andere Alternative ist, für Hobbys habe ich keine Zeit, aber ab und zu gehe ich ins Kino. Hier ist eine Liste von Hobbys. Du kannst dein Hobby auswählen und über deine Hobbys sprechen. Zum Beispiel, ich gehe gern essen oder ich koche gern. Du kannst unser Video über Hobbys sehen, um die Aussprache zu lernen. Und hier ist dein Merkzettel. Ich bin Sam Müller. Ich bin 1992 geboren. Ich spreche etwas Deutsch. Ich wohne in einer WG. Ich arbeite Teilzeit. Ich bin arbeitslos. Ich suche eine Stelle. Ich bin selbstständig. In meiner Freizeit höre ich gern Musik. Sehr gut. Ich hoffe, du hast etwas verstanden. Jetzt versuch, einen kleinen Text oder eine kleine Vorstellung von dir zu schreiben. Well done. Danke. Thanks for watching this video. If you like this video,
do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!